Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Yay! Was machen wir? Was machen wir heute? Ich glaube, wir treten weiterhin den Sardianern Sardes in den Bobbes. Beziehungsweise, genau hier werden wir erstmal ein bisschen ausruhen. Hier könnten wir uns. Ja, Bürgerkavallerie ist so mau. Ja, mal schauen. Also hier auf jeden Fall nächste Runde werden wir Pessimus angreifen mit dem. Mit den Unbesiegbaren. Die 300 werden dann Mazaka zurückerobern. Irgendwie in meinem Kopf haben wir das schon zurückerobert. Vielleicht hat das einfach wieder zurückerobert. Genau, hier wollte ich schauen, was in. Ist echt interessant. Also, weil Rom ist. Ist ziemlich weit. Also, weit verbreitet. Also, hier ist ja Rom, hier ist Rom. Hier nicht mehr. Hier ist Rom. Hier einmal Rom. Hier ist Rom. Okay, hier nicht mehr, sondern nur die zwei Provinzen. Hier die zwei. Und hier die drei, vier. Okay. Naja, er hat halt Syrakus allein gelassen. Oder in Ruhe gelassen. Das ist auch interessant, warum er. Warum hat er hier. Syrakus in Ruhe gelassen und hat zuerst Karthago angegriffen. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie so gesehen. Aber naja, ist anscheinend so. Gut, hier die Lustianer sind auch ziemlich groß. Voll interessant. Massilia ist ja winzig. Alter, Massilia hat nur noch zwei Gebiete. Holy! Bei der makedonischen Kampagne sind die neben mir und der keltischen Konföderation die zweitgrößten. Oder nicht die zweitgrößten, sondern die größten. Schon krass, schon krass. So, habe ich diese Runde schon irgendwas gemacht? Ich glaube noch nicht, aber ich glaube, ich kann gar nichts machen. Aber ich könnte hier noch einmal bauen. Also der hat was, der hat nichts. Der hat nichts, aber den wollte ich hier den auch ausbilden lassen. Ups, Entschuldigung, Upsi. Verstärkungsrate ist immer gut. Okay. Sobald da steht Verwundung feindlicher Agenten, wird das sofort genommen. Das ist halt richtig, richtig nice. Das ist auch gut. Ah, noch mal. Okay. Den da, also die Adelige darf ich halt dann nicht ihn geben. Weil das ist ja nicht meine Partei. Und sie hat jetzt. Sie hat jetzt zwei Attribute für den General, ist ja ganz in Ordnung, aber plus 4 Loyalität für die politische Partei, der General der Begleiterarmee angehört. Und das ist schlecht. So, da muss ich ja einen Alternativen finden. Für da oben. Ey, ja. Ach, das sind ja die mit den Elefanten. Oh ja. Da will ich mal kurz schauen. Da will ich mal kurz schauen, ob ich vielleicht wenigstens die Elefanten bekomme. Wenn er die Elefanten aggressiv reinschickt, könnte ich ihnen ein bisschen Damage machen. Hoplit, Phalanx! Die Geniere formt eine Phalanx!
Balance! Periökische Hopliten! Weiter nach da geht's nicht. Also wenn der den die Elefanten hier reinschickt, dann könnte ich ein bisschen Damage machen. Und die Elefanten sterben schnell. Also, ja, die Elefanten haben ja nur 2, 4, 6, 8, 9 Tiere drin. Das Problem ist aber gerade, dass er ihn nach da schickt. Das ist ein Riesenproblem. Das ist ein Riesenproblem. Unser General wird angegriffen. Doppelte Geschwindigkeit. Wieso schickt er den? Alter, verdammt. Wieso schickt er den nach da? Das ist doch voll doof. Das ist für mich doof und für ihn ist es nicht doof. Aber es ist doof. Mann. Das ist ja ultra dämlich. Das ist ja ultra, ultra dämlich. Ja, den hat er jetzt von der Seite bekommen. Ach, das ist doch doof. Ja, mit den Elefanten kann man es gut machen. Ja, er hat auch Trampeln an. Ja. Na schön. Ah, aber den habe ich fast kaputt gemacht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Ah, der hatte nur noch 2 Elefanten. Aber, 200, ja. Entschuldigung. Aber es ist super. Also, den haben wir auf jeden Fall schon dezimiert, so dass wir mit der anderen Armee jetzt schön reindrücken können. Also mit der da dann. Der da dann. Nein, geh doch zu dem. Mach doch den General platt. Ah, nee, macht er ja eh nicht. Weil das ja nicht mein General ist. Ach. So. Militärischer. Ich gebiete euch dies im Namen meines Volkes an. Es soll ein Zeichen des künftigen Wohlwollens sein. Wollen wir das? Zugang. Ja, können wir schon machen. Ich meinte, dann. Ist da halt so, also richtig safe unsere Pufferzone Richtung Norden. Störung. Siedlung, ja okay, Siedlung ist egal. Ein Kind ist geworden, das ist gut. Kann ich dich denn jetzt bitte ersetzen? Ersetzen. Ja. Danke. So. Bam. Also, ja. Militärverwaltung. Sehr schön. Was bist du? Du hast 555, ja? Das ist ja gar nicht so schlecht. Philosoph als Spartaner kam sehr häufig vor, aber nicht in der romantischen Sichtweise, in der wir die Spartaner sehen. Moral. Nee. So. Dann bist du ready? Nicht wirklich. Du bist aber mehr oder weniger ready. Hier machen wir den Hopliten. So.
das würde ich sogar auch spielen, weil sonst sterben meine Pferde. Sonst sterben die Pferdis. Hm. Der kommt raus. Das ist eine äußerst kluge Wahl von ihm. Das Problem ist, ich habe keine Bogenschützen. Hier muss ich rauf. Hier muss ich ganz schnell rauf. Und zwar richtig schnell. So, so, richtig Dalli-Dalli. So, richtig schnell. Wenn ich hier zuerst hinkomme, habe ich gewonnen. So oder so. Egal, was passiert. Das ist so ein krasser Berg. Ach ne, kommt gerade. Ich brauche mich gar nicht zu beeilen, weil der bleibt ja da stehen. Weil ich greife ihn ja an. Ja, wobei ich beeil mich trotzdem mal. Ich meine, wenn er da stehen bleibt. Ey. Konzentration brauche ich gerade noch nicht. Alter, was? Periodische Pikeniere! Zu Befehl! Wir Befehl! Kommandant! Zu Befehl! Ein zum Einsatz! Verstanden! So, gegen die Elefanten brauche ich das eigentlich schon. Der halt aushält, ne? Wie ihr Befehl! Die Männer wanken! Zu Befehl! Befehl verstanden! Befehl verstanden! Alter, der bricht hier ja auch durch. Uiuiui. Die werden für uns bluten! Trefft auf, Liga! Morkana! Und dann? Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Zu Befehl!
Pikeniere! Ich erwarte eure Befehle. Piken-Infanterie bereit! Periökische Pikeniere! Piken-Infanterie zu euren Diensten! Zerstückelt sie! Sporto! Der lebt halt immer noch. Ja, das war's jetzt. Gut, naja, so gut war's nicht. Verluste 400, ja, okay, das geht. Die Elefanten konnten zum Glück nicht ganz so viel platt machen. 300, ja, nicht schnell. Ja, passt. Ich meine, das war seine mehr oder weniger Hauptarmee, also nicht ganz Hauptarmee, aber sie war schon sehr wichtig für ihn. Sie war schon sehr wichtig. Du gehst jetzt mal hier hin. Ah, nee, gehst wieder zurück. Die öffentliche Ordnung ist auch nicht ganz das Wahre. Soll ich erstmal Rom hier rausschmeißen? Ich glaube, ja. Ich glaube, das mache ich. Erstmal Rom rausschmeißen. Ja, dann da komme ich erst nächste Runde hin. Das ist aber völlig in Ordnung. Igitt, was ist das denn? Igitt. Ah, so. Und Runde beenden. Tradition. Ui, Tradition ist immer gut. Ich könnte jetzt auch. Okay, das ist halt also mutig wie der große König persönlich. Minus 16 Unterhalt, plus 18 Nahkampfabwehr und Moral bei Defensivkämpfen. Hier geht's hoch, ja, hier ist die der Damage hoch, Angriffsbonus und auch Damage. Ich glaube, ich gehe sogar defensiv kämpfen. Ich mache einmal die, also was, also das ist für Kavallerie, Barbaren, also gegen Barbaren, Unterhalt weniger und das kennt man ja. Ich mache, glaube ich, die Leonidas, also ebenbürtige des Leonidas, damit ein bisschen defensiv noch kommt und dann pushe ich die den Damage hoch. Weil defensiv sind die ja sowieso schon richtig gut. Und Damage kann man nie genug haben. Du haust mal die Erfahrung hoch. Und nächste Runde. Hm. Für die, die es nicht mitbekommen haben. Ach, jetzt geh doch heim. Alter, sogar mit zwei großen Armeen. Also eine kleine, eine große. Ja. Ich spiele es aber trotzdem, weil mit denen kann ich schon ein bisschen was kaputt machen von ihm. Für die, die es nicht mitbekommen haben, Cyberpunk 2077 war ja der, also der Release war ja für. April, 16. April angedacht und die haben das jetzt komplett verschoben, 5 Monate später, das heißt erst im September. Also an sich ist das überhaupt kein Stress.
Weil, also wer Cyberpunk 77 kennt, der weiß, dass die richtig krasse Sachen rausbringen. Also wenn sie was hochladen, dann ist es was Gescheites. Oder rausbringen. Und dementsprechend finde ich es nicht schlimm. Ich wollte halt für meinen Stream 2077 anfangen. Darunter. Ich wollte das so machen, dass ich davor, also im März, ein paar Probestreams habe. Und dann. Genau, im April dann groß mit den. Ja, mit Cyberpunk eben anfangen. Ja, das geht natürlich jetzt nicht mehr, weil Cyberpunk nicht mehr rauskommt. Beziehungsweise nicht. In der Zeit. Das Gute ist aber, beziehungsweise das, was gut ist für mich, ist, dass ich jetzt halt einfach üben kann. Also ich werde trotzdem im März anfangen und ja, im März fange ich an. Und ja. Und also mit ein bisschen kleinen Streams. Ich fange halt ja mit erstmal vormittags an oder mittags und schaue, ob alles funktioniert und so weiter. Und wenn alles funktioniert, davon gehe ich ja halt aus. Ich gehe im April dann wie geplant online. Beziehungsweise ich gehe vorhin online. Entschuldigung, ich quabbel schon wieder so rum. Ich gehe natürlich vorher schon online, aber im April fange ich dann wirklich jede Woche. Regelmäßig mache ich dann Streams und dann wollen wir mal schauen, was da alles so möglich ist. Genau. Jetzt baller ich, ich bin aus Versehen auf die linke statt auf die rechte gekommen. Und jetzt habe ich einfach nur schlecht geschossen. Alter, der. Das ist viel zu hoch. Alter, warte mal. Ich mach doch einfach normale. Weil das der Vorteil an den normalen ist. Die Rollen. Deswegen mag ich die brennenden Geschosse so, weil die halt echt toxic rollen. Die machen halt echt kaputt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Richtig. Alter. So.
Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Wuhu! Flasch, ja. Du greifst mal die an. Ihr Steinschleuderer geht mal zurück. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Achso, hier, ja. Kann sein. Ja, den haben wir schon mal ziemlich Schaden gemacht. Das ist schon mal gut. So. Ja, die stehen jetzt da rum. Unser General wird angegriffen. Was? Geschosse warten auf Ziele. Rückzug. Das ist jetzt unpraktisch, dass ihr den Weg gegangen seid und nicht so wie die anderen. Ne? Tja, die Frage ist, also wenn, ja, die sind halt selber schon. Die Frage ist natürlich, was passiert, wenn ich das hier gewinne, also das werde ich auf jeden Fall gewinnen. Aber was passiert dann mit den anderen, weil die backen ja gerade rum. Weil die backen tolle Kekse oder so. Ja, das heißt, ich müsste eine Stunde warten, weil wenn ich rausgehe, dann ja, habe ich verloren. Und ich will die Stadt nicht verlieren. Das wäre richtig cool von dem, dass er jetzt entlang von den ganzen Türmen geht, bis er nach da kommt. Also er wird sich wahrscheinlich dann hier sammeln, im Westen machen. Und währenddessen geht er 1, 2, 3, 4 an 4 Türmen vorbei. Naja, okay. Wenn es ihm beliebt. Das macht ihr doch mal platt. Und ihr auch. Das Gute ist ja, wenn ich die tot hab, dann gehört mir wieder das Tor und die fangen wieder an zu schießen. Spartanische Piken. So. Ja, jetzt gehen die zurück. Ich spring mal vor. Wir haben die Tore eingenommen. Genau, jetzt schießen die wieder. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Wow, das habe ich gar nicht gesehen. Oh, super. Wir haben die Tore eingenommen. So, jetzt ballern die, während die was machen. Die gehen hin und her und die machen gar nichts. Dann. Tja, gut, ne? Dann würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Beziehungsweise, wir sind sowieso bei 30 Minuten. Dann kommt nächste Runde einfach der Endscreen von der Schlacht und dann geht's dann nächste Runde weiter. Gut, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.